Verehrte Zuschauer, herzlich willkommen zum Alpha Forum, heute aus dem Hotel Bayerischer Hof hier in München. Unser Gast ist Professor Dr. Lothar Späth, Vorstandsvorsitzender der Jen Optik AG aus dem thüringischen Jena und ehemals langjähriger Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg in den Jahren 1978 bis 1991. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Späth. Vielen Dank. Sie haben immer gesagt, ich bin wie ein Zirkuspferd. Sobald die Musik klimpert, muss ich lostraben. Galt das nur für den Politiker Lothar Späth oder auch für den Manager? Ja, es gilt eigentlich für beides ein bisschen. Ich habe so gelegentlich Auflehnungen gegen diese Stresssituation und gegen diese 16-Stunden- und 18-Stunden-Tage. Auch wenn ich dann wieder drin bin, dann läuft das wieder. Und wenn ich dann so weit weg bin, dann werde ich wieder unruhig. Ich bin kein so Freizeitmensch. Und deshalb, als es da wieder ging, ich habe ja nun wirklich 12 Jahre gesagt, Politik nicht mehr. Ja, und dann kam die Diskussion mit Edmund Stoiber und am Anfang war ich ganz starr und stur und habe gesagt, ich mache nie mehr was, ich helfe gerne mit im Wahlkampf und so. Und am Schluss habe ich halt dann doch wieder gesagt, also gut, dann trabt das Pferd halt wieder und jetzt hat es halt wieder 4 Monate getrabt bis zum Wahltag. Und ja, so ein bisschen ist es eben, wenn man in einem solchen Lebensrhythmus aufgewachsen ist, lange gelebt hat, dann glaube ich, hat man auch so eine Mischung von Disziplin und Freude auch an diesen Dingen. Und deshalb ist es auch nicht so furchtbar belastend, wie man oft von außen annimmt. Man kann, was man will, sagte Prinz Eugen, Prinz von Savoyen. Ich habe irgendwo gelesen, dass er ihr geschichtliches Vorbild gewesen ist. Gilt das auch für seinen Leitspruch, man kann, was man will? Es gilt eigentlich zuerst für seinen Leitspruch. Ich würde ihn mir nicht als generelles Lebensvorbild aus der Geschichte aussuchen. Aber diese Aussage, man kann, was man will, habe ich auch immer versucht, meinen Kindern zu erklären, dass nämlich eben Elemente des Wollens und im Kopf beginnend, ich will das machen, ich will das auch durchstehen, dass das natürlich auch Kraftquellen sind, die beispielsweise in Krisensituationen helfen. Und dann eben auch die Disziplin zu halten oder nochmal 2 Stunden dran zu hängen oder nochmal einen Anlauf zu nehmen. Das ist, glaube ich, schon etwas, was mein Leben stark geprägt hat und was ich mir auch wirklich, was ich mit dem Spruch gut beschrieben finde. Man kann, was man will, man muss zuerst mal wollen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ach, wir machen alles Mögliche. Und sobald es schwierig wird, sind sie dann völlig hilflos, weil sie gesagt haben, wir haben uns das so angenehm vorgestellt. Und dieses, man kann, was man will, heißt eben auch, der Wille muss auch durchhalten, wenn das Können an die Grenzen kommt. Durch Politik kann man wie in keinem anderen Beruf im gesellschaftspolitischen Sinne gestalten. Das haben Sie gesagt, da waren Sie noch Ministerpräsident. Heute sind Sie Manager, sehr erfolgreicher Manager. Sie haben ein marodes Unternehmen saniert, Sie haben es weltmarktfähig gemacht, Sie haben es an die Börse gebracht. Würden Sie heute diesen Satz, nachdem Sie diese Erfahrungen in der Wirtschaft gemacht haben, immer noch so sagen? Oder sind die Freiheitsgrade in der Wirtschaft, die Gestaltungsmöglichkeiten nicht doch größer als in der Politik? Also die Gestaltungsmöglichkeiten für den einzelnen Menschen, wenn man jetzt nicht sagt, ist das eine Sache der Gesellschaft, die ist natürlich beim Manager größer. Er hat natürlich Möglichkeiten, die beispielsweise aus der demokratischen parlamentarischen Struktur heraus nicht so zielgerecht eingesetzt werden können. Ich muss immer wieder Mehrheiten suchen, ich muss immer wieder Rückendeckung suchen, ich muss immer wieder die widersprechenden und widerstrebenden Gruppen zusammenbringen in der Politik. Also die gesellschaftliche Gestaltungskraft bleibt trotzdem am Schluss in der Politik und ist auch größer. Die Gestaltung beispielsweise eines solchen Umbaus, jetzt bezogen auf Jena, die kann natürlich der Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens ganz anders in die Hand nehmen, nämlich bedingungsloser. Und er kann sicherstellen, dass eben seine Gestaltungskonzepte durchgehen, solange sie erfolgreich sind. Dann hat er dasselbe Problem, das auch der Politiker bei Wiederwahlen hat, dass eben seine Aufsichtsgremien sagen, war gut oder war nicht gut. Aber ich würde sagen, beides hat seinen Reiz. Für mich ist Jena natürlich noch insoweit etwas Besonderes, als es ja nicht nur ein Umbau als Unternehmen war, sondern quasi ein Zusammenhang zwischen fast politischen Strukturveränderungen, Veränderungen einer ganzen Stadt und dem Aufbau eines internationalen Unternehmens. Also ich möchte beides nicht missen. Und es ist fast immer so im Leben, das, was man mal gemacht hat, das sagt man, naja, das war nicht so spannend. Das, was dann neu kommt, ist noch spannender. Und da ich jetzt beides gemacht habe,
muss ich eigentlich sagen, ich würde es nicht mehr so uneingeschränkt sagen, dass man eben nur in der Politik gestalten kann, zumal ich auch die Grenzen des Gestaltens in der Politik gespürt habe. Beides ist auf seine Weise eine Herausforderung. Gesellschaftlich gesehen, Veränderung der Strukturen der Gesellschaft ist natürlich im Grunde eine politische Aufgabe, die im ganzen Gesellschaftsbereich angelegt sicher umfassender ist wie die wirtschaftliche. Nun waren Sie auch als Manager immer wieder gefragt, zu tagespolitischen Fragen Stellung zu nehmen. Sie haben einmal gesagt, Politik war immer eine Bühne, steht in Ihrem neuen Buch nachzulesen. Nun leben wir in einer Mediendemokratie. Man hat den Eindruck, Inhalte sind weniger wichtig als die Wirkung. Das, was gesagt wird, ist weniger wichtig als das Wie. Nun haben Sie das ja lange beobachten können, waren selbst lange auch in der Politik tätig. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Sie haben auch mal die Frage beantwortet, welche Politiker Filmstar werden könnte. Da haben Sie gesagt, die meisten, aber in ungewollten Rollen. Ist das so? Und wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Also wir beobachten natürlich, dass wir schon sagen müssen, die Inszenierung von Politik wird offensichtlich immer wichtiger. Und manchmal haben wir wirklich das Gefühl, was da nachher wirklich gesagt wurde, bleibt gar nicht hängen. Oder das kann man auch wieder revidieren, aber die Stimmung in die richtige Art zu bringen, den richtigen Auftritt zur richtigen Zeit zu haben, das richtige Thema zu besetzen. Wenn Sie mal überlegen, da nehmen wir die Bundestagswahl, da war jetzt zum ersten Mal auch die Inszenierung nach amerikanischem Vorbild zwischen den Kanzlerkandidaten. Also ich erinnere mich noch, dass ich als junger Mann habe ich den Wahlkampf in Amerika mitgemacht, Johnson gegen Goldwater, das war 1964. Da bin ich zurückgekommen und habe gesagt, sowas wird es in Deutschland nie geben, nämlich diese Inszenierungen, dass da ein richtiges Schauspiel stattfindet. Und jetzt sind wir eigentlich auf dem gleichen Weg. Wenn es sich mit Inhalten verbindet und es geht nur um die Frage, wer seine Inhalte besser rüberbringt, halte ich es für akzeptabel. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt beispielsweise den Bundestagswahlkampf anschaue, den ich ja jetzt nochmal voll auch von innen erlebt habe, da muss ich sagen, es gibt schon gewaltige Zufälligkeiten. Wenn Sie beispielsweise, da kommt eine Hochwasserflut und plötzlich sind die Bilder vom Hochwasser eigentlich Gegenstand des Wahlkampfs, ob gewollt oder ungewollt. Wer erscheint wie? Nicht? Und wenn da der Kanzler erscheint, dann kann er sagen, das mache ich jetzt. Er ist ja der Kanzler. Der Oppositionsführer sagt, was macht er eigentlich beim Hochwasser? Der stört nur. Nicht? Damit haben Sie plötzlich ein Rollenspiel, das Sie eigentlich im inhaltlichen Wettbewerb gar nicht ausgleichen können. Sie können aber nicht sagen, könnt ihr die Flut bitte 4 Wochen nach der Wahl schicken, nicht? Jetzt ist sie da. Oder nehmen Sie dieses Irak-Thema. Da wird plötzlich eine Sache vereinfacht, die unglaublich komplex ist. Das werden wir jetzt dann sehen, wie komplex die ist, wenn beispielsweise UN-Resolutionen kommen, wenn die Völkergemeinschaft auch nach Bali wieder andere Überlegungen hat, wie man zusammenstehen muss. Aber im Moment einer solchen Auseinandersetzung sagt einer, da ist Krieg, wir gehen auf gar keinen Fall hin. Nicht? Für einfache Gemüter eine wunderbare Aussage, also wir haben uns abgemeldet von dem Krieg. Nicht? Später denkt man darüber nach, wie man sich in internationalen Gremien von Verpflichtungen abmeldet. Nicht? So einfach ist es ja nicht. Aber plötzlich bestimmen zwei solche Themen den Wahlkampf und die ganzen großen Themen der Wirtschaft, der Frage der Arbeitsplätze, die rutschen weg. Sie merken nachher gleich 14 Tage später in einer Umfrage, wie sie wieder kommen. Nicht? Aber da kann der Wahltag entscheidend sein, welches kurzfristige Thema entscheidet. Wer wird in 4 Jahren möglicherweise noch über die Themen reden? Oder nehmen Sie jetzt die Koalitionsverhandlungen, wo plötzlich die Frage eines Kernkraftwerks in Obrigheim, in meiner baden-württembergischen Heimat, eine Rolle spielt, das sich 1982 schon mal stillgelegt hat, ja, bis klar war, dass es technisch einwandfrei ist, dann hat man es wieder betrieben. Und jetzt diskutiert man die Frage, ob eine Koalition zustande kommt, über die Verlagerung einer Produktion eines kleinen Kernkraftwerks in anderes, 5 Jahre, bezogen auf die gesamte Zeit. Und jetzt macht man einen Kompromiss von 2 Jahren. Was glauben Sie, was in der, wenn da jetzt was passieren würde, dann würde man sagen, und sowas hat man politisch vereinbart. Und wenn nichts passiert, sagt man, wieso haben Sie das Ding denn noch ein paar Jahre länger laufen lassen? Aber an den Beispielen wird sichtbar, wir müssen aufpassen, dass wir unsere fundamentalen Probleme, und Deutschland hat inzwischen fundamentale Probleme, nicht gewissermaßen so, ja, also ist nicht so schlimm, es wird wieder Sommer, die Temperaturen werden wieder besser, lass uns lustig sein. Nicht? Manchmal hat man wirklich das Gefühl, diese Medienpolitik lässt eine Verdrängung der fundamentalen Fragen zu, weil sie im Grunde eben das Bühnenbild so stark wertet, dass sie nicht so scharf guckt,
wie haben sich die Schauspieler vorbereitet und ist die Handlung auch noch in Ordnung, nicht? So, man verzeiht Fehler in der Handlung, wenn der Auftritt unterhaltsam ist. Und da, glaube ich, kommt eine Entwicklung, auf die man schon ein bisschen achten muss. Ich würde hier gerne einen kleinen Schnitt machen und unseren Zuschauern den Menschen Lothar Späth näher vorstellen. Sie sind am 16. November 1937 in Sigmaringen geboren. Somit eigentlich, wenn ich das richtig nachgelesen habe, kein ganz reiner Schwabe, denn Sigmaringen war eigentlich mal preußische Exklave. Wie viel Preußisches steckt denn in Lothar Späth? Also das, was in Lothar Späth und Preußen steckt, kommt ganz bestimmt nicht aus dieser Konstellation, weil ich über Generationen hinweg ein nachgewiesener Schwabe bin und meine ganzen Vorfahren aus dem schwäbisch-pietistischen Umfeld der Stuttgarter Gegend sind. Ich bin eigentlich nur in Sigmaringen geboren, weil mein Vater beruflich einige Jahre dort tätig war und ich bin mit 3 Jahren von Sigmaringen weg. Bin also, und außerdem, wer in den hohenzollerischen Landen geboren ist, der hat natürlich wahrscheinlich noch mehr Vorderösterreichisches im Blut als Preußisches. Da gibt es eine ganz süße Geschichte, wie der Pfarrer einer Nachbargemeinde von Sigmaringen, als das entschieden war mit Preußen, morgens in der Kirche gesagt hat: Liebe Gemeinde, heute will ich über 2 Dinge zu euch predigen. Erstens, warum wir uns freuen sollen, dass wir zu Preußen kommen, und zweitens, warum wir es unserer großen Sündenwege nicht besser verdient haben. Wenn Sie heute in diese Landschaft kommen, ich komme oft in diese Landschaft, ich habe viele Freunde da und ich liebe auch diese Landschaft in Oberschwaben und im Donautal. Insoweit habe ich zu der Heimatstadt eher so eine Beziehung, dass ich da gerne hingehe. Aber wenn ich dort die Menschen treffe oder zur Fastnacht hingehe, da sehe ich viel Vorderösterreichisches. Also eher in der Nähe von Freiburg verwandt als etwa preußisch. Insoweit glaube ich, die Hohenzollernburg ist zwar der Nachweis Preußens und hat eine große preußische Geschichte, aber ich glaube nicht, dass die Menschen dort sehr preußisch geprägt sind. Ihr Vater war Lagerverwalter bei einer Raiffeisenorganisation, Ihre Mutter Hausfrau. Wie sind Sie aufgewachsen? Wie war Ihr Zuhause in Ilsfeld in der Nähe von Heilbronn? Für die damalige Zeit war es eigentlich sogar ein behütetes Aufwachsen. Das Ilsfeld war damals ein Dorf von vielleicht 2000 Einwohnern. Und es war im Grunde die letzte Kriegszeit. Ich habe also den Schluss des Krieges noch erlebt, etwa die Zerbombung von Heilbronn. Und wir haben natürlich noch gesehen, wie die Panzer gekommen sind und wie die Amerikaner damals, war die Region der amerikanischen Besatzungszone, dann eingerückt sind. Wir haben natürlich als Kinder Bombenalarm, Schule war aus, das hat man alles mitgemacht in den letzten 2 Jahren. Ich eigentlich nur noch, ich bin glaube ich 43 in die Grundschule gekommen. Und dann eben der Aufbau. Man hat erlebt, wie aus Trümmern aufgebaut wurde. Und im Dorf, gut, wir haben keinen Hunger gelitten. Wer Lagerhausverwalter bei Raiffeisen war, der kannte alle Bauern und da ist immer was abgefallen. Da hat man mal ein Brot gekriegt. Und natürlich habe ich erlebt, wie die ganze Familie zum Bucheckern sammeln in Wald ging und zum Beeren sammeln und wie man froh war, wenn man da bei der Ölmühle Öl für Buchen, für die gesammelten Bucheckern gekriegt hat oder wie die Mutter aus Zuckerrüben Brotaufstrich gemacht hat mit so einer pampigen Melasse. Aber das war alles nicht aus der Sicht, da haben wir Hunger gelitten, nicht? Sondern man hat sich völlig einfach ernährt und völlig einfach war das Familienleben. Aber man hat auch dann schon ein bisschen die wirtschaftliche Verbesserung miterlebt. Ja, und dann natürlich, ich bin zur Schule gegangen, dann als ich in die Oberschule kam. Das waren halt in Beilstein so 6 Kilometer und jeden Morgen sind halt die Schüler, die 10-Jährigen, 6 Kilometer hingelaufen in die Schule und am Abend 6 Kilometer zurück. Und wenn es geregnet hat, musste man uns erstmal um den Ofen setzen und trocknen. Also ich habe eben nochmal so, manchmal sage ich zu meinen Kindern, also sagt mir, wenn ich alt werde, dann erzähle ich euch solche Geschichten, nicht? Vor kurzem haben sie gesagt, Vater, du wirst alt, jetzt fängst du auch schon an, die Geschichten zu erzählen, wie das bei uns war, nicht wahr? Was heißt hier Schülerbeförderung, wir sind zu Fuß gelaufen und so, dann haben wir das erste Fahrrad gekriegt. Aber im Ganzen war das eigentlich auf dem Dorf eine sehr behütete Kindheit.
Als Ministerpräsident hat man Ihnen den Beinamen Cleverle gegeben. Cleverness haben Sie schon in Ihrer Jugend bewiesen. Wenn die Anekdote stimmt, die ich gefunden habe, Ihr Vater war passionierter Briefmarkensammler. Sie haben lieber Radios zusammengebaut und daran rumgebastelt. Irgendwie hat er Sie dann doch überzeugt, auch Briefmarken zu sammeln. Sie wiederum haben Ihre Mitschüler überzeugt, haben dann Ihre Briefmarkensammlung Ihren Mitschülern verkauft und dafür eine teure Radioröhre gekauft. Wenn das stimmt, wie hat denn Ihr Vater darauf reagiert? Nicht sehr freundlich. Er wollte mich nur zum Briefmarkensammler machen, weil er hat seine Sonntage, das ist bei mir ein ewiges Bild, also auch wenn die Familie spazieren ging, der Vater blieb zu Hause, ist nicht gern mit uns so spazieren gegangen, aber das haben wir auf dem Dorf am Sonntag gemacht. Nach dem Mittagessen hat die Mutter gesagt, so, und jetzt gehen wir in den Wald, das ist schönes Wetter, und dann ist man halt in den Wald. Und der Vater hat Briefmarken abgelöst. Der hatte da so ganze Pakete und die hat er dann abgelöst und sauber und auf Filz getrocknet. Und er wollte immer, dass sein Sohn da dieselbe Begeisterung dafür hat. Die hatte ich aber nicht. Aber ich habe sie dann immer so ein bisschen gezeigt, weil ich wusste, das freut den Vater. Und mein Vater war relativ streng und deshalb war es auch ganz gut, dass es ein paar Punkte gab, wo er den Eindruck hatte, also da wird mein Sohn vernünftig. Aber mein Interesse war absolut technisch. Das ist ja eigentlich ganz lustig, dass ich dann Beamter geworden bin. Meine besten Noten hatte ich immer in Physik und Chemie. Und dann habe ich alles Mögliche gebastelt. Und ich brauchte dringend eine VCL11-Röhre, hieß das damals. Das war die Hauptröhre von dem Volksempfänger, von dem immer alle reden, dass das das große erste Radio war, das kleine Radio, das jede Familie dann versucht hat zu kaufen. Und diese Röhre wusste ich, dass ich hatte einfach das Geld nicht. Und dann habe ich also viel meinen Mitschülern von meinen Briefmarken erzählt. Am Schluss haben die alle Briefmarken gewollt. Und dann habe ich also Briefmarken verkauft. Und dann habe ich mir die Röhre gekauft und dann war ich ganz stolz. Und als mein Vater rausgekriegt hat, wie die Röhre bezahlt wurde und dass die Briefmarken weg sind, da gab es eine größere Auseinandersetzung. Und zwar in dem einfachen Stil, in dem mein Vater autoritär die Auseinandersetzung mit meinem Sohn geführt hat. Nicht? Also so. Noch einmal und es knallt. Und die waren dann abschließend, also demokratische Diskussionen, obwohl meine Eltern immer die liberale Partei gewählt haben, war da noch nicht so zu Hause. Ich bin da also relativ streng, aber vom Vater erzogen worden. Die Mutter war sehr viel, hat sich sehr viel auch mehr mit den Kindern beschäftigt und war mehr auch religiös geprägt. Das waren eigentlich so durchaus Pole, mit denen man aufwachsen konnte. Sind Sie selbst ein gläubiger Mensch? Ja, vielleicht weniger in den strengen Riten der kirchlichen Gemeinschaft. Aber ich habe in meinem Leben immer wieder einfach erfahren, dass es gut ist, sich auch bewusst zu sein, dass die letzten Entscheidungen nicht von Menschen getroffen werden. Das kann in dramatischen Entscheidungen eine große Bedeutung haben. Und ich finde, Glaube ist etwas, was vielleicht Menschen, also ich bin immer ein bisschen unsicher, wenn Menschen ihre Religiosität so sehr vor sich hertragen, nicht so als Schutzschild, also sagen nichts gegen mich, ich bin guter Christ. Das ist auch so ein bisschen, der liebe Gott wird schon helfen, wenn ich selber mir nicht genügend Anstrengungen mache. Das ist nicht meine Welt. Aber ich glaube schon, dass es, und Religiosität ist für mich eben auch das Akzeptieren von anderen Religionen, aber es ist für mich nicht vorstellbar, dass der Mensch eben als Wesen physikalisch, chemisch zusammengesetzt ist und biologisch und dass dann eben so und so viele Altersjahrgänge draufkommen und dann ist das Ganze verschwunden. Da könnte man nun furchtbar viel, was ich mit meinen Kindern immer wieder gemacht habe, darüber diskutiert, was Religion eigentlich ist und wie formal das sein muss. Aber ich glaube schon, dass Menschen, die gläubig sind und wissen, dass es Entscheidungen gibt, die sie nicht beeinflussen können und dass die auch nicht von der Regierung getroffen werden und nicht von den Organisationen der Gesellschaft, dass das schon auch Freiheiten gibt, Sicherheit gibt. Und so gesehen bin ich religiös. Sie haben dann Ihr Abitur nicht gemacht. Sie haben dann relativ abrupt die Oberschule abgebrochen mit der mittleren Reife. Sie gingen dann in den gehobenen Verwaltungsdienst. Warum eigentlich? Eigentlich wollten Sie doch Jura studieren. Ja, das habe ich dann auch nachher noch mal versucht. Ja, also es war wirklich so, ich habe gemerkt, den Eltern fällt schwer, das Schulgeld zu bezahlen damals. Und
Es kommt dann auch so ein bisschen Aufmüpfigkeit dazu. Ich hatte inzwischen dann die Schule gewechselt nach Heilbronn, weil Beilstein hatte nur 4 Klassen. Und da musste man wieder morgens um kurz nach 5 mit dem Zug, der den Beinamen Entenwürger hatte. Was bedeutet, der ist so langsam gefahren, dass er also, wenn da eine Ente auf die Gleise kam, die hat er nicht auf einmal überfahren, sondern wir haben gesagt, die hat er immer erwürgt dadurch, dass er so ganz langsam da drüber gefahren ist. Das war so eine Redensart. Und dann kam die Frage, war es, und wir hatten gerade mal wieder eine heftige Auseinandersetzung, die bei dem Vater so ein bisschen endete, solange du die Füße unter meinem Tisch hast, war so eine klare Aussage, solange machst du, was ich sage. Und sonst kannst du übrigens machen, was du willst. Und am nächsten Tag bin ich also noch immer aufgeregt und wütend zum Arbeitsamt und habe gesagt, was kann ich denn werden mit mittlerer Reife. Und dann sagten die, ja, ist eigentlich alles schon zeitlich zu spät, aber die Beamtenprüfungen, die Aufnahmeprüfung für die Beamtenausbildung sind noch nicht abgeschlossen. Und da habe ich gesagt, gut, dann gehe ich dahin. Und dann hatte ich wieder insoweit eine ganz lustige Situation, dass der Bürgermeister, also da wird man auf einem kleinen Dorf beim Bürgermeister ausgebildet, was mir unglaublich gut getan hat. Jetzt völlig abgesehen davon, dass ich eigentlich dann nur kurze Zeit Beamter war, war einfach dieses plötzlich bis in einer Gemeinde mit all den Problemen, die die kleinen Leute haben, konfrontiert. Der Bürgermeister hat mehrere Gemeinden betreut, war oft nicht da. Und dann kamen die Leute und haben gesagt, du musst dir was einfallen lassen, wir haben ein Problem. Dann war noch die Raiffeisenverwaltung dabei, also die sogenannte Genossenschaftskasse, die wurde da im Rathaus mitgeführt. Und plötzlich hatte ich eine unglaubliche Lernmöglichkeit, einfach für die praktischen Dinge des Lebens. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann wollte ich eigentlich das Abitur nachmachen. Dann habe ich die Zulassung zum Begabtenabitur bekommen für Jura. Und dann musste ich wieder Geld verdienen, bis ich das Studium aufnehmen konnte. Und dann hatte ich inzwischen bei der Stadtverwaltung eine Stellung, da habe ich wesentlich mehr verdient, wie ich verdient hätte, wenn ich als Jurist von der Universität gekommen wäre. Und dabei ist dann auch geblieben. Sie waren dann sehr erfolgreich in Ihrer Ausbildung. Sie waren dann auch gingen an der Brenz in Bad Mergentheim. Sie waren dann an der Verwaltungsschule in Stuttgart. Sie waren dann Stadtoberinspektor in Bietigheim, hatten dann dort auch als Geschäftsführer der Stadt eine wohnungsbaueigene Genossenschaft geleitet. Sie haben dort eigentlich dann auch ein paar Annehmlichkeiten gehabt, die schon eine Besonderheit waren als junger Mensch mit 27, 28 Jahren. Sie hatten einen eigenen Dienstwagen, damals schon mit Autotelefon, weil sie viel unterwegs sein mussten. Kein Wunder, dass die Politik auf sie aufmerksam wurde. 1967 hat die Union sie angesprochen, ob sie nicht für den Landtag kandidieren wollten, ein Jahr vor der Landtagswahl, in einem sicheren SPD-Wahlkreis. Wenn sie die SPD angesprochen hätte damals, denn man sagte, Lothar Späth steht mit seinen Ideen auch im Wohnungsbau eher der SPD nahe, hätte es sein können, dass Lothar Späth dann bei der SPD reüssiert hätte. Also seit ich die CSU genau kenne, wäre ich vielleicht ein Aspirant für die CSU gewesen, weil ich eigentlich immer wieder versucht habe, eine ausgleichende Situation zu sehen. Ich komme aus einfachen Verhältnissen, mir war die Frage, wie kommt der kleine Mann zu einer Wohnung, wichtig. Aber gleichzeitig war ich fasziniert von der Erhardtschen Entwicklung der Marktwirtschaft. Ich habe damals furchtbar viele Bücher verschlungen. Es ist ja immer jemand, der dann Abitur nachholen wollte und nicht dazu kam, der versucht dann immer wieder da auch nochmal fundamental, etwa in Wirtschaftswissenschaften oder auch in anderen Bereichen der Philosophie, viel zu lesen und sich anzueignen. Und mich hat damals vor allem der Müller-Armack, der meiner Meinung nach eigentlich der die fundamentalen Fragen der sozialen Marktwirtschaft gelehrt und diskutiert hat, interessiert. Und das war eigentlich meine Entscheidung. Ich war ein Pragmatiker in der Kommunalpolitik. Ich war damals Finanzchef und habe dann die Möglichkeit gehabt, da auch beim Wohnungsbau mitzumischen. Also ich war pragmatisch und wollte eigentlich in die, als das politische Angebot kam, war ich noch nicht mal Mitglied einer Partei. Und mein Überlegen war eigentlich, die Entscheidungen, die mich hier betreffen, fallen oft in Stuttgart, im Parlament, in der Regierung. Und das hat mich dann schon eigentlich gereizt. Aber es kam noch, also ich weiß nicht, wie ich damals reagiert hätte, wenn mir eine andere Partei ein Angebot gemacht hätte. Ich war damals nicht furchtbar festgefügt, aber ich glaube, ich bin bei der richtigen Partei gelandet, aus dem, was meine Lebensphilosophie ist.
Habe aber immer eigentlich auch zu führenden Sozialdemokraten ausgesprochen gute Kontakte gepflegt, auch jetzt noch und auch zu anderen Parteien. Ich bin keiner von denen, die sagen, also meine Partei hat Recht und alles andere ist unwichtig. Aber was mir natürlich eine Riesenchance gegeben hat, war, eigentlich habe ich den Wahlkreis bekommen, weil er nicht zu gewinnen war. Und da hat man auch schlecht Kandidaten gefunden. Und ich habe da so frisch fröhlichen, ich war zwar gerade 3 Jahre, nachdem ich von einem amerikanischen Wahlkampf zurückkam, wir hatten da schon Elemente drin, die damals völlig verpönt waren. Wir haben zum Beispiel mit Oldtimers wieder durch den Wahlkreis gefahren und solche Dinge. Wir haben also einen richtig fröhlichen, unterhaltsamen Wahlkampf gemacht. Und waren Slogan, Lothar Späth kommt nie, kommt zu, nie spät. Zu spät, was fürchterlich war, denn ich kam zu fast jeder Versammlung zu spät und die Leute haben schon gesagt, da kommt er wieder und 7 Minuten und so. Aber es ging so eine Sympathie dann in die Geschichte rein. Außerdem war ich als junger Mann relativ populär, schon in diesem Raum, wegen des Wohnungsbaus und wegen der Experimente. Wir haben damals mit den Schweden zusammen die ersten großen Fertigteilhäuser gebaut. Also da war so ein wuseliger junger Bürgermeister und das hat den Leuten gefallen. Und ich habe, glaube ich, viel Stimmen gekriegt, die nicht so sehr parteiorientiert waren. Und das war dann der Start in der Politik. Sie waren dann auch noch Geschäftsführer der Neuen Heimat, die Sie 1974 wieder verlassen haben, waren eine kurze Zeit auch im Zentralvorstand der Neuen Heimat in Hamburg. Dann wurden Sie 1972 sogar Fraktionsvorsitzender im Stuttgarter Landtag für die CDU. Sie haben mit einer alten Tradition dann gebrochen. Die CDU regierte damals mit absoluter Mehrheit und verstand sich eigentlich bis zu Ihrem Amtsantritt eher als Mehrheitsbeschafferin der Regierung. Sie haben gesagt, die eigentliche Opposition ist die CDU-Fraktion. War da nicht ein bisschen die Gefahr, dass Sie die Regierung mit diesem Ansatz entautorisierten, dass Sie eine Nebenregierung in der Fraktion geschaffen haben? Also da gab es natürlich auch Stimmen, die mich gewarnt haben und haben gesagt, es gab da natürlich zwischen uns immer wieder fröhliche Auseinandersetzungen, die auch manchmal dann hart wurden, nicht? Wenn beispielsweise die Fraktion angekündigt hat, wir tragen, wenn die Regierung dieses Konzept macht, tragen wir es nicht mit. Und es gab dann mal bei Haushaltsdebatten eine böse Überschrift, Fraktion übernimmt Regierung. Hat natürlich auch das Verhältnis mit dem damaligen Ministerpräsidenten Filbinger, mit dem ich mich später blind verstanden habe und heute noch einen sehr lebendigen Kontakt habe. Das war natürlich auch ein Generationsproblem, nicht? Da war ein junger Fraktionsvorsitzender. Als ich Fraktionsvorsitzender wurde, war ich 32 oder 33. Ich war dann mit 40 Ministerpräsident. Und da war natürlich ein Generationsunterschied zwischen Filbinger und mir von 25 Jahren, ganz klar. Aber wir haben etwas erreicht. Erstens haben wir immer gesagt, wir müssen die Opposition auch selber machen, weil die eigentliche Opposition nicht einfallsreich ist. War natürlich leicht zu sagen, denn die konnten mit ihren Minderheiten nie was durchsetzen. Wir konnten bei der Regierung Druck machen und haben auch Punktsiege errungen. Aber die Leute haben eigentlich auf die Weise eine sehr lebendige CDU wahrgenommen, die nicht unter der absoluten Mehrheit ermüdet, sondern die eigentlich in sich so viel Spannung trägt. Und wir haben Themen aufgegriffen, die die alte CDU nicht aufgegriffen hätten. Etwa die Stadtthemen oder die Wandlungsthemen in den Lebensentwürfen von jungen Menschen und solchen Dingen. Und ich finde, es war eine unglaublich produktive Zeit. Natürlich haben wir manchmal auch spielerisch übertrieben. Es war sehr, sehr vieles von uns mehr sportlich gesehen, von der Regierung her mehr grundsätzlich. War auch wieder ein Generationsthema. Aber es hat dazu geführt, dass wir die absolute Mehrheit in Baden-Württemberg nicht nur 72 zum ersten Mal gewonnen haben, sondern dass ich anschließend 3 Legislaturperioden als Ministerpräsident hatte, bei der wir in Baden-Württemberg jeweils die absolute Mehrheit hatten. Sie waren dann auch kurze Zeit Innenminister, nachdem Sie lange Zeit abgelehnt hatten, ins Kabinett einzutreten, sind Sie 1978 nach dem Deutschen Herbst dann doch eingetreten in die Regierung, aber Sie konnten dieses Amt nur 3 Monate ausführen. Dann begann eine Diskussion um den Ministerpräsidenten Hans-Karl Filbinger und seine Zeit als Marinerichter im Dritten Reich. Es kam so langsam an die Öffentlichkeit, dass er für 4 Todesurteile zuständig war. Eines davon wurde vollstreckt. Schließlich trat Hans-Karl Filbinger von seinem Amt als Ministerpräsident zurück. Wie war Ihr Verhältnis zu ihm damals? Also wir hatten aus dieser Zeit durchaus ein gespanntes Verhältnis. Aber er hat mich akzeptiert, weil er mir nicht Fähigkeiten abgesprochen hat. Er hat vielleicht mein dynamischen und unbefangenen Stil, der natürlich relativ wenig staatsmännischen Charakter hatte, wie ich einräume, das hat ihm vielleicht auch in seiner ganzen Art nicht so gelegen. Und ich hatte umgekehrt wieder
einen großen Respekt vor dem, was er fürs Land tat. Er war ja ein, und deshalb habe ich es auch so fürchterlich schicksalhaft gefunden, was da passiert ist. Das ist sicher nicht eine Sache, auf die man sehr vertieft jetzt eingehen kann, aber es ist ihm Unrecht geschehen in dieser Phase. Und die 76er Auseinandersetzung, als ich nicht ins Kabinett ging, war, dass ich eigentlich persönlich nicht endgültig in die Politik wollte. Ich wollte eigentlich nicht in die Regierung, sondern ich wollte Parlamentarier sein. Aber ich hatte damals, auch nachdem ich bei der neuen Heimat rausgegangen bin, mir eigentlich schon wieder eine Aufgabe gesucht. Ich war Vorstandsmitglied einer mittelständischen Baufirma. Ich war in einigen Wirtschaftsgremien. Das hat mir nachher in Jena gewaltig geholfen. Die Leute sagen immer, ich sei als Politiker in die Wirtschaft. Ich war vorher schon 10 Jahre in der Wirtschaft. Und deshalb war das alles in Ordnung. Und einer meiner großen Förderer sagt es, weil gerade in dieser Woche das 25-jährige Gedenken ist an den Terrorismus von 77, an Pronto, an Schleyer, an Buback. Und Hans-Martin Schleyer gehörte zu meinen großen Förderern. Und als dann diese Maschine, die Entführung war, die Ermordung von Schleyer, der Selbstmord der Terroristen in Stammheim, das war die Phase, in der ich Innenminister wurde. Da habe ich dann gesagt, jetzt übernehme ich das. Und ja, es waren 6 Monate, aber es waren fürchterliche 6 Monate, denn da habe ich erst erlebt, was Sicherheit heißt. Denn da war natürlich ganz klar, nach diesem Selbstmord, der ja von den Terroristen eher als noch dargestellt wurde, der Kapitalismus hat jetzt die armen Terroristen im Gefängnis umgebracht. Und da war die Familie natürlich involviert, nicht? Da war Sicherheit alles und die Kinder mussten mit Begleitung in die Schule. Und es war insoweit für mich dann aber auch so die Grundentscheidung. Jetzt bist du in der Politik, jetzt bleibst du da auch. Und als dann Hans Filbinger zurücktrat, habe ich mich ja dann auch beworben und mit Manfred Rommel um die Mehrheit gekämpft innerhalb der Fraktion und der Partei. Der auch antrat als Stuttgarter Oberbürgermeister? Der mein Gegenkandidat war, wobei also das Verhältnis von Manfred Rommel und mir sehr, sehr freundschaftlich und so ist. Wir haben also auch, als wir gegeneinander gekämpft haben, immer gesagt, wir wollen gute Freunde bleiben, aber das ist demokratische Auswahl. Aber mein Verhältnis zu Hans Filbinger hat sich später sehr, sehr persönlich auch aus all diesen Spannungen befreit. Und ich muss sagen, ich habe dann auch später vieles an Ratschlägen von ihm bekommen, was für mich sehr hilfreich war, aus seiner Erfahrung heraus. Und jetzt muss ich eigentlich sagen, ich bin jetzt gerade so alt, wie er war, als er ausgeschieden ist aus dem Amt. Und er wird im nächsten Jahr seinen 90. Geburtstag feiern. Und das ist ganz interessant, wenn beide so eine große Distanz haben zur aktuellen Situation, dann verschwindet auch plötzlich, was man als Spannungen in vielen Kleinigkeiten ernst nahm. Und man sieht doch, dass man den anderen in seiner Aufgabenerfüllung respektieren kann. Wir machen einen großen Sprung. Sie waren als Ministerpräsident sehr erfolgreich, haben 3-mal, wie Sie sagten, die absolute Mehrheit für die CDU in Baden-Württemberg geholt, durchaus auch gegen den Bundestrend. Und Sie galten für die Bundes-CDU nicht immer als besonders pflegeleicht. Sie haben sich eine eigene Meinung geleistet. Dann kam 1989 im September der Bremer CDU-Bundesparteitag mit einer schmerzlichen Niederlage für Sie. Sie wurden nicht wiedergewählt ins Präsidium. Sie haben Ihr Amt als stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender verloren. Dem vorausgegangen war, die CDU war im Stimmungstief. Die Popularitätswerte des Bundeskanzlers Helmut Kohl sackten ab, gingen in den Keller. Sie waren monatelang auf der Popularitätsskala der populärste Unionspolitiker. Und es kam ein weiteres hinzu, der Bundeskanzler hat angekündigt auf diesem Parteitag, der Bundesvorsitzende der CDU, den Generalsekretär Heiner Geißler nicht wieder für dieses Amt zu nominieren. Sie haben dies eine gewaltige Zumutung für die Partei genannt. In der Presse wurde spekuliert, Sie würden gegen Helmut Kohl antreten auf dem Bundesparteitag. Sie haben es nicht getan. Wollten Sie das jemals? Die Vorgeschichte war, zwischen uns gab es immer wieder Spannungen. Auch da waren die viel weniger persönlich, wie das dann hineingelegt wurde. Helmut Kohl ist ein Mensch, mit dem man sehr gut umgehen kann. Aber er ist natürlich ein Machtmensch. Und ich war natürlich aus seiner Sicht nicht pflegeleicht, weil ich komme natürlich mit meinen absoluten Mehrheiten aus Baden-Württemberg und habe gesagt, da wollen wir mitmischen. Und da gab es natürlich auch sehr viele unterschiedliche Meinungen. Es war übrigens eine Zeit, in der das Präsidium der Union unglaublich spannend zusammengesetzt war. Da waren die verschiedensten Charaktere,
Da gab es die Rita Süssmuth in ihrer Anfangszeit, die sehr viel Neues in der Familienpolitik und in der Familiensektor und die CDU gebracht hat. Und Heiner Geißler war natürlich ein umtriebiger Mensch, der auch seine Stärken hatte. Da war Kurt Biedenkopf, da war Walter Wallmann aus Hessen, da war Gerhard Stoltenberg und andere. Da war einfach so richtig die Sitzungen, da hat es gesprüht, da war die Union auch die richtige Programmpartei. Und Blüm muss man da natürlich noch erwähnen. Und dann gab es aber Albrecht, dann gab es aber eine Entwicklung, bei der man eigentlich, da war wirklich im Präsidium, bei vielen Präsidiumsmitgliedern die Stimmung, also das sieht jetzt nicht gut aus für die Union. Und dann war eigentlich die Meinung, es sollte mindestens mal diskutiert werden, ob man Kanzler und Parteivorsitz trennt. Wir wussten natürlich, dass Helmut Kohl das keinesfalls wollte. Und alle möglichen Leute haben dann gesagt, wir müssen jetzt mal was machen. Und ich war auch der Meinung und mich hat sehr geärgert, dass Geißler, der nun wirklich von Kohl ausgesucht war und auch ein ganz wichtiger Mann für die Union war, dass er ihn ganz einfach so mit dieser Machtmethode abserviert hat. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, muss halt einer antreten. Und am Schluss haben alle spekuliert, auch alle Zeitungen, aus meiner Popularität heraus, der spät tritt an. War aber damals wirklich nicht meine Absicht. Ich wollte nicht antreten und ich hatte es auch Helmut Kohl gesagt, ich trete nicht an. Und dann war ich aber der Meinung, wenn jetzt so viel darüber diskutiert wird, dann müssen wir auch gemeinsam sagen, einer tritt an. Und ich habe gesagt, ich unterstütze einen, der antritt, sagt es auch öffentlich. Und da haben wir mehrere diskutiert. Und wenn ihr entscheidet, ich soll antreten, dann mache ich das auch. Das gehört für mich zur demokratischen Fairness. Und als dann die Besprechungen kurz vor dem Parteitag waren, da haben sie plötzlich gemerkt, wie sich der in die Büsche verschlägt und der in die Büsche verschlägt und der zum Helmut Kohl läuft und sagt, die sind böse zu dir und zu uns sagt, aber der Helmut Kohl ist schon lange nicht mehr tragbar. Da habe ich so die Partei in ihren ganzen Schwächen erlebt und habe dann ein paar Tage vorher gesagt, also Leute, mit dieser Partei kann man keinen Stall stürmen. Also dann lasst es. Dann sagen wir aber ganz offen, wir waren der Meinung, aber es gibt im Grunde keine Konzeption und es gibt keine Figur, die anders getragen wird. Sonst, da müssen die anderen aus der Deckung, da kann nicht jeder sich raussuchen, was er machen will und nachher wieder rumjammern. Und das hat dann dazu geführt, dass ich natürlich, wenn Sie so wollen, weil ich die Diskussion ein Stück weit forciert habe, dann habe ich gesagt, so rum oder so rum. Und ich habe sehr früh dann Tage vor dem Parteitag gesagt, ich trete nicht an und es tritt niemand an. Und es gab natürlich auf dem Parteitag eine große Diskussion und da gab es ja noch die Welt hatte getitelt, erst spät haben wir ein Kanzlerproblem und damit ist bei mir der ganze Ballast angefallen und ich bin da rausgewählt worden. Das wollte aber eigentlich offensichtlich auch niemand, das habe ich auch in der Reaktion von Helmut Kohl dann gleich gemerkt, der mich dann zu sich gebeten hatte und wir haben dann ein langes Gespräch miteinander geführt. Und er hat gesagt, du bist doch immer beim Präsidium dabei als Ministerpräsident. Und er hat gesagt, also ich gehe nicht hinten rein, wenn ich vorne nicht reinkomme. Und ich bin ja dann ein Jahr später, da kam dann die Wiedervereinigung. Und bei der nächsten Wahl fürs Präsidium habe ich, glaube ich, wieder die zweithöchste Stimmenzahl gekriegt. Aber zwischen uns war da natürlich schon was gebrochen. Ja, das hat sich dann auch aus der langen Zeit, jetzt wo ich dann in Jena war, wieder aufgelöst. Helmut Kohl hatte mich ja dann vor 4 Jahren gefragt, ob ich nicht mithelfe. Und ja, ich würde sagen, unser Verhältnis ist relativ entspannt. Aber auch solche Niederlagen gehören natürlich. Und Sie haben dann bei mir, waren Sie eigentlich der Anfang zu einer sehr viel schwierigeren Niederlage. Und da forschen die Leute immer noch, war es eigentlich der eigene Verein, der da gesagt hat, naja, also, und hat mindestens geduldet, dass da alle möglichen Gerüchte gelaufen sind. Und, aber auch, ich finde auch heute für mich hat es zu einer Veränderung meines Lebens geführt, und zwar zu einer ganz spannenden. Und das gehört jetzt wieder zu meiner Grundeinstellung. Es passiert nichts umsonst. Und das Leben ist auch deshalb so spannend, weil man es eben nicht so fundamental vorherbestimmen kann. Nochmal ein großer Sprung. Um die Jahreswende 1990-91 berichteten die Medien von der sogenannten Traumschiff-Affäre. Es ging darum, dass Dienstreisen, die der Ministerpräsident Baden-Württembergs, Lothar Späth, unternommen hatte, von Wirtschaftsunternehmen bezahlt worden sind. Und es ging auch darum, dass ganz wenige Urlaubsreisen von Freunden von Ihnen bezahlt worden sind, privaten Freunden, die aus der Wirtschaft kamen.
Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, die Ermittlungen später eingestellt. Es gab einen Untersuchungsausschuss. Auch der konnte am Ende nur feststellen, es ist nicht zu belegen, dass es irgendeine Verquickung zwischen Amtsgeschäften und privaten Geschäften gab. Dennoch, Sie sind am 13. Januar 1991 von Ihrem Amt als Ministerpräsident zurückgetreten. Warum eigentlich? Schauen Sie, wenn eine solche Sache mal so eine Dimension annimmt, da kommen die verschiedensten Dinge zusammen, die können Sie aber den einfachen Leuten kaum ausreichend erklären. Also beispielsweise hat die Industrie in Baden-Württemberg auch meinen Vorgängern immer mal wieder, wenn die eine Maschine gebraucht haben, um beispielsweise nach Bonn zu fliegen, wenn schlechtes Wetter war, man konnte mit dem Hubschrauber nicht fliegen oder es war dringende Termine, dann haben einige der Firmen immer mal wieder gesagt, also zum Ministerpräsident, wenn Sie da mal eine Maschine brauchen, können Sie die mal benutzen oder auch, wenn wir dahin fliegen, können Sie mitfliegen. Bei mir hat es insoweit eine größere Dimension angenommen, weil ich als Ministerpräsident sehr, sehr oft eingeladen wurde von Firmen und von Industrieorganisationen, auch von internationalen Vorträge zu halten. Und ich habe immer einen Grundsatz gehabt, ich habe gesagt, es ist völlig ausgeschlossen, dass die Flugzeuge, wenn man da Privatflugzeuge braucht, dass die der Steuerzahler von Baden-Württemberg bezahlt. Und ich habe jeden wissen lassen, dass ich nur bereit bin, das zu machen, auch zeitlich, wenn er für die Kosten aufkommt. Und damit war ich natürlich in einer gefährlichen Situation, wobei ich sagen muss, ich bin bei vielen Konferenzen gelandet, internationalen, und da sind neben mir Maschinen gelandet. Da war ab und zu eine aus München, da war ab und zu eine aus Nordrhein-Westfalen. Und im Grunde war es eben so, dass ich das sicher in umfangreicherem Weise in Anspruch genommen habe, als vermutlich jeder andere, ganz einfach aus der Situation, dass ich da ein relativ gefragter Redner war Debattenpartner bin. Heute ist das alles kein Problem, das ist auch wieder eine andere Freiheit. Gut, so war das und dann kam dazu, dass mich Freunde, und das habe ich natürlich als fürchterlich persönlich enttäuschend empfunden, dass mich auch Freunde mit der Familie eingeladen haben, privat, und das nachher bei der Firma abgerechnet haben. Und das war eigentlich nur ein markanter Fall. Und das ist natürlich für Sie selbst auch furchtbar peinlich, wenn Sie das nachher erfahren. Ich lasse mich nicht von irgendeinem einfachen Mann mit auf sein Schiff einladen. Aber ich möchte nicht kontrollieren, wie viele Leute auf Schiffen eingeladen im Sommer in der Ägäis sind. Gut, da hätte man sagen können, Ministerpräsident darf das nicht. Ich war der Meinung, wenn das persönliche Freunde sind und die Familien befreundet sind, geht es in Ordnung. Natürlich kann ich als Ministerpräsident keine Gegeneinladung dieser Art aussprechen, was man sonst eben in Freundeseinladungen nimmt. Es hat sich dann alles aufgelöst, aber eines wusste ich. Ich bin nicht mehr derselbe, wenn ich das durchgestanden habe. Das wäre durchzustehen gewesen. Aber ich habe es relativ früh meiner Familie gesagt, den Kindern der Familie, das möchte ich nicht, das mute ich euch auch nicht zu. Wir werden ein Jahr haben, wo wir nur in der Zeitung rumgeschmiert werden. Das geht ja dann bis ins letzte Teil, da kommt der Wettbewerb, wer weiß noch was. Und dann habe ich gesagt, nee, dann trete ich zurück und mache was anderes. Und es gibt viele Freunde von mir, die sagen, du warst nach 12 Jahren sowieso und nach diesen Vorgängen mit Bonn ein Stück zermürbt und hast eigentlich auch mal eine andere Herausforderung noch gesucht. Und das ist natürlich richtig, ich war mit 40 Ministerpräsident, als ich zurücktrat, war ich 52. Das heißt also, für mich war auch noch Luft für einen völlig neuen Lebensabschnitt. Und den habe ich begonnen. Und heute muss ich eigentlich sagen, ich bedanke mich nicht bei denen, die mich da alle angegriffen haben damals. Aber für mich war das nochmal eine völlig spannende neue Chance im Leben. Und ich weiß nicht, was die Leute sagen würden, wenn ich jetzt mit 25 Jahren Ministerpräsident Baden-Württemberg wäre. Wir sind schon fast am Ende. Wir kommen nicht mehr zum Kulturliebhaber, wir kommen nicht mehr zum Jen-Optik-Chef, wir kommen nicht mehr zum Honorarprofessor, was ich sehr bedauere. Ich darf mich trotzdem ganz herzlich bedanken, Herr Professor Späth, dass Sie da waren. Verehrte Zuschauer, das war heute Alpha Forum. Ich will nicht schließen ohne ein Zitat von Ihnen. Sie sagten einmal, ich bin ein Anhänger der Spaßgesellschaft. Aber zuerst kommt der Spaß an der Arbeit, dann können wir uns die anderen Späße auch leisten, sonst ist der Spaß bald vorbei. Herzlichen Dank nochmal, Herr Professor Späth. Verehrte Zuschauer, das war Alpha Forum. Heute mit Professor Dr. Lothar Späth, dem Vorstandsvorsitzenden der Jenoptik AG. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.